Schönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, heute kommt mal was ganz anderes für euch. Ich habe letztens das erste Perlentierchen gemacht. Ja, also dass ich keine Knoten in den Fingern habe, das wundert mich jetzt selber. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es ist ja. Es ist tatsächlich nicht so einfach und ich würde gerne mit euch ein zweites Krokodil, Salamander, gerne mal mit euch zusammen machen und habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe mir hier auf die Seite schon die Perlen abgezählt, die ich für dieses Tierchen hier brauche. Und praktischerweise ist auch genau von diesem Krokodil eine detaillierte Anleitung dabei. Und deswegen würde ich das jetzt gerne mit euch mal zusammen machen. Man braucht ja so ein bisschen Zug auf der Arbeit für die Arbeit hier mit dem Perlentierchen. Deswegen habe ich mir jetzt hier so eine Bastelunterlage genommen und habe hier eine Bücherklammer dran gemacht. Und werde jetzt das Projekt, an dem ich jetzt arbeite, hier an diese Klammer machen. Und dann kann ich so ein bisschen Zug drauf geben. Das heißt, ich werde jetzt erstmal, das ist dann der Schlüsselanhänger. Ich habe hier einen gemacht ohne Ring. Und möchte aber gerne diesmal einen mit Ring machen. Den klemme ich mir jetzt hier feste. Dann habe ich mir ungefähr 50 cm, ja, nein, es war ein bisschen mehr, etwa 70 cm von der schwarzen Schnur hier abgeschnitten. Und da suche ich nun die Mitte, indem ich die beiden Enden so zusammennehme. Dann bildet sich hier vorne ja eine Schlaufe. Und diese Schlaufe, die kommt jetzt hier durch meinen Ring. Und dann ziehe ich durch diese Schlaufe einfach hier meine zwei Einzelstränge. Weil mit denen wird nämlich jetzt gearbeitet. Mit diesen Strängen hier. Ich hoffe, dass ihr ihn gut sehen könnt. Es war noch ein weißer dabei, aber aufgrund hier, dass ja hier diese weißen Linien drauf sind, habe ich mir gedacht, ist es wahrscheinlich mit dem schwarzen besser. So, dann schauen wir mal, wie wir da arbeiten müssen. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ah ja, genau. Ich stelle mir das mal hier so drunter. Also, man fädelt im Prinzip immer zuerst auf den linken Faden. Und zwar in dem Fall brauche ich jetzt zwei grüne. Einer. Oder habe ich gesehen, ist das ein bisschen Chips. Tauschen wir gleich mal aus. So. Dann kommt er gleich mal hier ins Döschen rein. Und einen zweiten. So, und jetzt muss jetzt der rechte Faden, auf dem ja noch gar nichts drauf ist, muss jetzt durch diese Perlen komplett durchgeschoben werden. Ich mache das dann so, ich halte mir hier den Faden relativ stramm um den Zeigefinger, damit sich der Faden innerhalb der Perle wirklich auch stramm auf eine Seite legt, sonst komme ich da nicht so gut durch. Dann kann ich mir das hier nach hinten ziehen und mache das hier im Prinzip mit der zweiten Perle genauso. So, und jetzt muss ich beide Enden, also im Prinzip wandert jetzt der linke Faden nach rechts und der rechte Faden nach links. Und hier zwischendrin sind meine Perlen.
Und die ziehe ich nun lang. Und wenn ich die lang ziehe, die kommen jetzt ins Bild. Und dann kann ich die hier direkt hier auf meinen Ring ziehen. So. Jetzt haben die Fäden praktisch ihre Seiten gewechselt. Und jetzt nehme ich einen schwarzen, einen grünen, einen schwarzen. Ein schwarzer, ein grüner und wieder ein Schwarz, eine schwarze Perle. Jetzt habe ich drei. Also je mehr Perlen ich natürlich auf meinem Anfangsfaden habe, desto schwieriger wird es. Also mit drei Fäden geht's. Wenn es ein bisschen mehr sind, wird es schon schwieriger. Wenn ich mehr Perlen auf meinem Finger hier habe, dann mache ich mir auch tatsächlich zum Stabilisieren auch den Faden länger. Notfalls kann man sich den nochmal zwei, dreimal um den Mittelfinger wickeln oder einmal reicht, damit da wirklich nichts passiert. So, dann ziehe ich das hier so ein bisschen straff. Also das ist meine Arbeitsweise. Ich weiß nicht, ob das zu kompliziert ist oder ob das richtig ist. Also richtig in dieser Sache ganz bestimmt, weil ich komme ja zu meinem Ergebnis. Vielleicht ist es ein bisschen umständlich, aber momentan ist das jetzt mein zweites Tierchen, was ich jetzt mit euch mache. Ist es für mich jetzt momentan die beste Arbeitsweise. So, ich nehme euch mal ein bisschen näher dran. Ja, manchmal will der Faden nicht ganz so durch. So, jetzt halte ich den gleich mal feste. So, dann wieder das Gleiche. Ich habe jetzt hier den umwickelten Faden, den löse ich. Und jetzt ziehe ich wieder die Enden wieder feste. So, und dann habe ich sie hier. Die suchen sich dann ihren Platz. Ja, da muss man gar nicht viel machen. So, dann kommen, hier ist die Zeichnung, dann kommen zwei grüne. Zwei grüne Perlen. Eine. Und die zweite. So, da, bleibt da. So, dann hier meinen rechten Faden, der wieder dann rüber wandert, indem ich ihn hier durchfädle. Einmal. Und zweimal. Und dann wird es wieder langgezogen. So, dann brauche ich ein Grün, eine grüne Perle, eine schwarze, eine grüne. Eine grüne Perle. Und gleich kommen auch die gelben zum Einsatz. Grüne Perle, schwarze Perle. Und eine grüne. Na, da ist es mir jetzt ein bisschen zu locker. Das nehme ich jetzt hier wieder, damit mir der Faden nicht wegkippt. Ich mache selber mal das Licht bisschen näher holen. Einmal. Oh, du musst da oben. Oh nein. Oh nein, 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 nein. So, nochmal. So.
Nein, du musst da bleiben. So. Da seht ihr, wie das passiert, wenn der Faden nicht stramm sitzt und dann kullern einem da so ein bisschen die Perlen weg. So eine habe ich. Dann kommt die schwarze. Schwarze Perle. Und die grüne. So, ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Ja, sehr gut. So, das ziehen wir auch lang. So, und dann kommt jetzt eine kleine Besonderheit. Und zwar will ich ja jetzt hier bei dem Tierchen, wir sind jetzt hier angekommen. Ich mir jetzt die Beinchen hier so wegdenke. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt kommen die Beinchen. Da wird jetzt ein bisschen anders geknüpft. Ich ziehe das erst. Also, das ist ein toller Faden. Den kannst du wirklich irre stramm ziehen, damit die Perlen hier richtig sitzen. So, und nun nehme ich mir zwei grüne auf den linken Faden. Einmal. Beinahe runtergefallen. So, zweites Grün. Erstes Gelb. Zweites Gelb. Und ein drittes Gelb. So. Und jetzt ist, glaube ich, die Besonderheit. Jetzt ist, glaube ich, jetzt muss ich selber nachdenken. Jetzt ist, glaube ich, die Besonderheit. Genau. Ich mache das jetzt hier genauso wie hier auf der Zeichnung. Ich ziehe mir das hier so ein bisschen rüber. So. Und jetzt nehme ich das Ende von der gleichen Seite von meinem Faden. Nicht von rechts, sondern von dieser Seite. Und fädel jetzt meinen Faden durch die zwei grünen Perlen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich erzählt habe. Wir werden es ja gleich sehen, ob es richtig ist. Ja, das ist so ein bisschen schwieriger, wenn man wieder nicht weiß, wo man da, wo man da halten soll. So, ein Grün und zweites Grün. Genau. Und jetzt ziehe ich mir das auf die eine Seite fest. Das geht auch ein bisschen schwieriger. Aber das macht nichts. Oh, hier geht mein Tierchen auseinander. So, und jetzt schiebe ich das ganz bis da hinten hin. Und das schiebe ich auch bis ran. So, und dann hat man hier schon sein erstes Beinchen. Na, komm her. Ja, das muss ich hier noch so ein bisschen ranschieben. Jetzt. Genau. So, das muss man immer so ein bisschen. Das legt sich jetzt auch gleich nochmal. Jetzt kann ich das erstmal hier auf die Seite legen und mache das gleiche auf der anderen Seite. Ich nehme zwei grüne. Einmal. Zweimal. Und drei gelbe.
Also die Perlen sind auch sehr, sehr unterschiedlich, aber das stört mich jetzt nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Und hier dann im Prinzip genauso. Ich bleibe auf der gleichen Fadenseite. Also nur mit meinem rechten Faden wird jetzt hier gearbeitet. Einmal durch das erste Grün. Einmal durch das zweite Grün. Und dann ziehe ich das ran. Genau. So. Und das Ganze wird jetzt im Prinzip fixiert mit einer. Ja, das Ganze wird jetzt ein bisschen stabilisiert. Ich fange jetzt wieder von der gelben Seite, von der gelben Seite, von der linken Seite an. Und mache jetzt grün, schwarz, grün, wieder im Wechsel mit beiden Fäden. Aha. Also, das hört sich auch so an, wenn beim Perlensticken mal etwas fällt. Nur nicht ganz so laut. Ja. Kennt ihr das Geräusch? Tak, 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 klack, 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 klack. Und dann, wenn es eingesaugt wird. Ach, herrje. So, jetzt wieder mit Wechselfaden. Perlen sind auf dem linken und ich fädel hier mit rechts ein. Boah, das ging aber jetzt richtig schnell. Jetzt habe ich Routine oder was? So, genau, dann wird das Ganze hier stabilisiert. Sehr schön. Und, also wir sind jetzt genau hier, seht ihr? Oh, du bekommst ein Brüderchen oder ein Schwesterchen. So, dann machen wir nochmal grün und schwarz. Und nochmal grün und schwarz. Ja, das wird jetzt ganz fix gehen. Hoffe ich. Grün. Schwarz. Grün. Und das wird mit dem rechten Faden fixiert, sozusagen. Also ich sage jetzt so fixiert, weil das ja dann quasi dann auch so festgehalten wird und dann später das aufs Tierchen zu ziehen. So. Boah, ich bin ja richtig schnell. Wahnsinn. So schnell war ich noch nie. So. Und ich glaube, das Ganze nochmal, gell? Dann hätten wir, ja, genau, wir brauchen vier schwarze in der Mitte. Vier schwarze Perlchen in der Mitte. Eine grüne. Eine schwarze. Eine grüne. So. Huch, aber schön da bleiben. So, und auch hier wieder wandert alles von links nach rechts. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, jetzt genau. Und langziehen. Kann man wirklich so richtig robust dranziehen. Also das ist ein ganz tolles
Ganz tolles Band, finde ich. So, und jetzt kommen wieder Beinchen. Dann haben wir es bald geschafft, ihr Lieben. So, dann nehme ich zwei grüne, hatten wir, wenn ihr euch erinnert. Zwei grüne. Drei gelbe. Eins. Zwei. Drei. Und wir bleiben diesmal im gleichen Faden. Wir wechseln nicht die Seite und nehmen diesbezüglich nur die grünen Fäden, wo ich da durch muss. Wie bin ich da? Genau. Upsala, genau. Dann muss ich hier durch die Fäden durch. Also ich schaffe es ja nicht, durch zwei Fäden zu gehen. Irgendwie schaffe ich das nicht gleichzeitig, aber das ist ja nicht schlimm. Hauptsache, es geht durch und ich kann mir den Faden greifen. Das ist wichtig. So, ich ziehe den Körper nochmal feste und ziehe das Beinchen ran. Das muss ich immer gut festziehen. So. Und das nächste Beinchen, das kommt jetzt auf den rechten Faden. Zwei grün. Und drei gelb. Und hier wird auch nicht die Seite gewechselt, sondern ich bleibe bei diesen grünen, bei diesen grünen, auf dieser Seite und ziehe nur durch die grünen durch. Und ziehe mein Beinchen dran. Jawohl, sehr schön. Und das Ganze wird fixiert mit zwei grünen. Das sehe ich ja auch da. Ich bin ja ein bisschen doof. Ich kann ja auf mein Vortierchen gucken. So, einmal. Da nehme ich wieder hier auf der linken Seite und wechsle dann den Faden. Ich glaube, den Faden habe ich ordentlich zu lang gemacht. Naja, das macht nichts. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So. Genau, und dann ziehe ich es hier wieder lang. So, und dann kommt nur noch im Wechsel schwarz-grün, schwarz-grün. Und zwar werden die immer einzeln dran gemacht. Na, komm her. So. Meine Jüte. Komm, du kannst doch jetzt nicht so. Dann mache ich das so wie immer. Jetzt wollte ich gerade irgendwie die Technik ändern, aber ich muss ehrlich sagen, dass sich so über den Finger, also für mich jetzt, so über den Finger zu spannen. Das ist für mich wirklich eine super Technik. Ich wollte es jetzt gerade ein bisschen anders machen, aber hat jetzt bei mir nicht funktioniert. Ist nicht schlimm. Mache ich so, wie es für mich am besten passt. Oh, jetzt kommt wieder ein Schwarz, hätte ich mich fast vertan. So, noch vier Pärchen. Stimmt das?
Ich brauche vier schwarze insgesamt hier drauf. Ja, das passt dann. So, meine Lieben, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Und wieder ein schwarzes. Und die vorletzte Perle. Die vorletzte Perle, dann ist es fertig. Und meine letzte Perle. So, oh ja, der Faden war ordentlich lang. Aber Leute, ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man einen Faden hat, der nicht zu kurz ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre jetzt, würde jetzt hier schon aufhören, könnte man auch nicht so ziehen. Also macht euch den Faden wirklich recht gut, damit ihr gut dran arbeiten könnt. So, und den verknote ich jetzt. Dann mache ich jetzt mir einen schönen Doppelknoten. Und dann kann ich es abschneiden und mein Perlentierchen ist fertig. Fertig. Und ihr seht, es ist eine super Idee mit der Buchklammer, weil ihr braucht wirklich gut Zug. Es ist fertig. Jetzt habe ich zwei. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs in Perlentierchen gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wer von euch auch schon mal das ausprobiert hat oder vielleicht mit Kindern schon gemacht oder ich habe auch schon gesehen, dass es natürlich noch hochprofessionellere Perlentierchen gibt als das, was ich jetzt hier gemacht habe. Aber ich bin trotzdem mega stolz. Ja, ich hatte damit ja anfangs gar nichts zu tun und es ist richtig toll. Werd nach und nach die anderen Tierchen auch mal ausprobieren, aber dann habt ihr mal gesehen, wie das funktioniert. Und wie gesagt, dann sind sie nicht alleine. Dann habe ich jetzt zwei. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat und möchte dies gerne tun, natürlich kostenlos. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann aktiviert das Glöckchen. Dann seid ihr hier immer informiert, wenn es was Neues bei mir gibt. Und ich heiße recht herzlich willkommen. Alle neuen Mitglieder, das geht ja momentan Schlag auf Schlag. Ich freue mich sehr. Wenn ihr euch noch connecten möchtet auf Facebook mit meiner gleichnamigen Gruppe, dann stellt eine Anfrage und dann könnt ihr auch in der Facebook-Gruppe dann dran teilnehmen. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut und passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und viel Spaß bei euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.